So, es geht weiter. Wir werden uns hier ein bisschen weiter umsehen. Und da können wir noch nicht raus. Ha. Hallo. Oh my god, it's a fox. It's a turtle. Ja, jetzt macht's auch ein bisschen Sinn. Hier sieht alles tatsächlich doch ein bisschen aus wie ein Museum. Hier ist mehr Museum als Büro. Und hier ist ein Raccoon natürlich auf dem Schreibtisch. Soll ja auch Raccoon City symbolisieren. Bäm! Hier ist der sibirische Tiger. Meine Güte, was für ein Brocken. Oh, was haben wir hier? Aha. Thank God. The key card. Ja, da liegen sogar einige Schlüsselkarten. Allerdings kann ich hier noch nichts tun. Denn wir dürfen mal wieder Elektroteile suchen. Ey, ist das ein Dodo? Hießen die so? Die was ausgestorben sind? Was für ein Fisch, Alter. Ich frag mich, wie der Fette, Alter, die ganzen Viecher hier geslasht hat. Was haben wir hier? Brief des Reparaturservice. Ihre Beschreibung des elektronischen Türschlosses im Polizeichefbüro nach muss wahrscheinlich etwas ausgetauscht werden. Sie brauchen Schaltschrankteile, um das Problem zu beheben. Zum Glück ist gerade einer unserer Mitarbeiter... Ja, okay, das kennen wir ja schon. Lagerraum Ost, Uhrenturm, alles klar. So, und hier finden wir ein Relief, welches glücklicherweise den Herzschlüssel hat. Ja, den wir mit Leon gar nicht bekommen. Deswegen nice, dass wir ihn bekommen. Naja, schön, schön, schön. Kunst, schön, schön, schön. Bäm. So, das heißt... Alter, was ist denn heute los hier? Feuerwehr, Krankenwagen, Bulli dessen, alles. So. Gut. Den Bereich kennen wir auch schon mit Leon. Jetzt werde ich allerdings erstmal nach unten gehen. Wieder ein paar Zombies schlachten. Ja, komm mal rein hier. Alles gut. Ach so, ich glaube, mit Claire kommt hier gleich dieser Licker durchs Fenster. Ja, stimmt, weil mit Leon finden wir den hier Karo-Schlüssel. Den finden wir ja mit Claire, glaube ich, nicht. Ich könnte mich aber auch täuschen. Ha? Problem, Digga. Ich habe kein Problem mit dir. Stimmt, jetzt sind wir nämlich hier. Look, was? Let me out. Hello? Oh, Gott, sehe ich heute wieder geil aus. Was haben wir hier? Pistolenmuni? Das ist Großkaliber. Die brauche ich eigentlich im Moment nicht, denn ich muss das Ding einsammeln. Lecker? Lecker! Ah, Jumpscare auf Hell, Alter! Ah, hier! Nochmal für den Fall der Fälle. So, der Typ hat Schießpulver, das brauche ich allerdings noch nicht. Wir machen mal wieder mein Lieblingsrätsel. Okay. Ja gut, das sieht ja eigentlich gar nicht so schwer aus, glaube ich. Alter, was ist denn los heute? Moment, so, 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 so. Und dann so. Nein, so. So, 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 so. Nein, fuck. So. So. Na, das war der falsche Knopf. Fuck. Okay. Hier haben wir es. Und was kriegen wir hier? Ach so, die Taste. Ja, okay. Why not? Gut, das kennen wir. Das ist der zweite Tresor-Kombi, den ich auf jeden Fall mir gönnen werde, weil durch die Tür kommen wir nämlich nicht zurück. Bam! Ah! Jetzt wer will Stress, Junge? Wer will Stress? So, das heißt erstmal Kiste.
Okay, scheint was Größeres zu sein draußen. Tu mal die Handgranate erstmal weg. Ja, das sollte, glaube ich, erstmal reichen. Ich habe so die Befürchtung, dass gleich unser allseits geliebter Mr. X durch die Tür kommt. So, das lassen wir erstmal liegen, das Holzpasspartout. Das ist schon wieder großkalibrig. Ich brauche das nicht, Leute. Okay, hier ging's raus. Was war hier nochmal drin? Oh, eine Blattgranate, nice. Ja, im Endeffekt müssen wir jetzt das gleiche... Wow. Das gleiche machen wie... Fuck, Alter, ich habe keine Muni mehr für das Ding. Das ist leider ein bisschen schlecht. Okay, da ging's da runter. Ja, okay, alles klar. So, was haben wir? Blaues Kraut? Ne, Moment mal. Werde ich mit kombinieren. Zack. So haben wir ein Tricolor-Kraut. Ja, ansonsten sieht es gerade momentan ziemlich schlecht aus mit dem Inventarplatz. Ist er tot? Ja, das scheint was Größeres zu sein. Ja, wir nehmen das Ding mal mit. Oh, Flammengranate. Oh, nice. Ja, weil auch Claire kann nur diese Türe hier öffnen. Das konnte Leon ja auch nicht. Was gibt's hier? Ach, ein Elektroteil, okay. Uah, Puppen. Uah. Gut, leider kann ich's nicht aus... Okay, da war ein Mr. Raccoon. Leider kann ich's jetzt nicht nehmen. Okay. Ja, ich glaube, er ist tot. Roller! Where are you? Oh, hi. Hey, hi. Auf die Knie, Alter. Und jetzt wird aufgeräumt. Nice. Denn mir wäre es arg recht, wenn die Pistolenmunition aus meinem Inventar verschwindet. So, gab es hier sonst noch was Nettes? Ach so, die Tür ist zu für sie. Ha! Okay. Gut, dann werde ich es anders machen. Dann werde ich kurz die Taste in die Kiste reinlegen, weil die brauchen wir jetzt im Moment nicht. Bam! Die brauche ich im Moment nicht. Weil dann kann ich nämlich oben die, BAM! Die Granatwerfermunition mitnehmen. Oh, Claire, you're so beautiful. You're so beautiful. Jetzt, wo ist der Scheiß? Hier war's. Zack. Erstmal nachladen, Alter. So, also haben wir wenigstens wieder zwei Schuss. Ist doch auch was Nices. Okay, gut. Das heißt, wir müssen mit ihr durch den Balkon, beziehungsweise über den Balkon. Wir wissen, was das bedeutet. Das war ja die Leiter, die Leon zerstört hat, glaube ich. Ja, war sie. Tja, wir sind halt, wir wiegen halt gute 50 Kilo weniger wie er, von dem her. Macht uns das nichts. Was ist das? Großkaliber? Ja, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Im Moment zumindest nicht. So, an euch Lappen werde ich meine Granatwerfer nicht verschwenden. Ah, fuck you, bitch. So, da haben wir zwei Kräuter. Die ich allerdings ja, jetzt nicht brauche. Oh, hey. Fuck you. Bitch! Okay. Stimmt mit... Ja, okay, das macht jetzt absolut keinen Sinn. Mit Leon konnten wir hier rein oder mussten hier rein. Wer zur Hölle hat die Tür vernagelt bis dahin? Verbrettert. Where? Why? Und warum?
Und auch das hat Leon eigentlich schon gemacht. Also es gibt natürlich keinen Kanon in dieser Serie. Jetzt müsste, glaube ich, die Sequenz mit Mr. X kommen. Ich meine, wir können jetzt hier die Leiter hoch, das ist jetzt ganz gut. Aber jetzt kommt diese Stelle. Weil ist ja schön episch und alles, aber... Wir haben ihn schon getroffen. Verpiss dich, Alter. Geh mir aus dem Gesicht, Junge. Gut, jetzt muss ich kurz überlegen. Also, wir haben das Zahnrad. Das heißt, ich muss den ganzen Weg außenrum laufen, um da hinzukommen. Sehe ich das richtig? Beziehungsweise, wir haben ja noch den Peak-Schlüssel. Wir werden jetzt einfach mal glotze, ein bisschen glotze, der ich sage. Wie wir hier am besten rauskommen. Und wir können mit Claire hier wieder rausgehen, was wir mit Leon auch konnten. Was jetzt allerdings nicht wirklich viel Sinn macht, weil... Was soll ich hier draußen? Bam! Boom! Hallo? Der Typ verfolgt mich schon wieder. Wo ist er? Muss ich kurz gucken, das war das Büro. Nee, da möchte ich eigentlich nicht hin. Wir müssen jetzt, glaube ich, in den Aktenraum. Weil wir haben ja noch eine Schlüssel. Alter, wo ist er? Ich höre nur die Schritte des Todes. Oh, Licker. Fuck you, Licker. Keiner braucht dich. Fuck you. Jawohl. Ah ne, das war der Karo-Schlüssel. Fuck! Kommst du denn her, Digga? Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Schließfachraum? Aktenraum? Moment. Wir gehen jetzt mal durch diese Tür da hinten. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil ich gerade nicht genau weiß, wie ich zum Hinterturm komme. Mit Claire. Aber wir können doch, glaube ich, hier durch. Ja, richtig. Da war ja die Herztür. Jawohl. Die können wir mit dem Schlüssel jetzt openen. Und ich glaube, den Schlüssel brauchen wir jetzt nicht mehr. Nice. Ah ja, da kommen wir hier hin. Okay, Wagenheber nehme ich mit. Wo bist du, Alter? Hä? Was ist das? Ah, Schießpulver brauchen wir nicht. Stimmt, weil mit dir kommen wir nicht durch diese Tür. Alles klar. Ja, es macht alles Sinn. Oh, was liegt da rum? Handgranate. Ja, gut. Wow! Fuck you, Licker, Alter. Ist er tot? Nein, ist er nicht. Hi. Kannst gleich draußen bleiben, Kollege. Mein Gott, diese Licker, hä? Ja? Mit Claire dürfen wir gegen ganz viele Licker antreten. So, jetzt gucke ich mal kurz, zack. Gut, ich werde jetzt als erstes mal die Muni weglegen, weil ich brauche jetzt das hier kurz, weil ich möchte gerne diese Taste wegbekommen. Und ich glaube, ich habe oben noch den anderen Ding vergessen. Die andere Taste. Zack, einfügen, mach, hau rein. Deswegen, das werde ich jetzt gleich austesten. Oh, er ist wieder unterwegs, wie es aussieht. Alter, geh mir nicht auf die Nüsse, Junge. Ei. Geh mir nicht auf die Nüsse, Alter.
Ich glaube, ich habe hier nämlich den Mini-Tresor vergessen. Ja, genau. Konnte ich ja nicht einsammeln. So, das heißt, dann kann ich jetzt zurück und die, den Rubin... den Rubin in die Kiste reinlegen und dann kriege ich die zweite Taste. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Denn ihr wisst ja, ich bin gerne vorbereitet. So, ja, jetzt tun wir das mal weg. Nehmen das mit rein. Zack, zack. Jawohl. Open it. Ach, das... Ach so. Ach ja, das Stars-Abzeichen war hier drin. Oh, das ist gut. Das ist gut. Kann ich jetzt nämlich zurück ins Stars-Büro. Moment, wo ging's denn da nochmal hin? Fuck you, Alter. Wo ging's denn da nochmal hin? Okay, eins nach oben. Piss dich, Junge. Und dann glaub hier durch, oder? Ja. Nice, dann können wir nämlich den Scheiß schon machen. Bam, 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 bam. So, sauber. Sauber. Nein, nicht kombinieren, untersuchen. Jawohl. Yeah, und wir kriegen die Machine Gun. Nice. Okay, das ist jetzt der Brief von Chris. Was sagt sie dazu? This does not sound like Chris. Nicht? Oh, baby, you're so beautiful. Okay. Was willst du damit sagen, dass Chris den Brief nicht geschrieben hat? Or what? Gut, ich glaube, sonst gab es ja eigentlich nichts mehr hier drin. Ach, der Typ geht mir gerade richtig auf den Zeiger, Alter. Verpiss dich doch mal, Junge. Hello? Wo bist? Gut, das heißt, jetzt könnte ich zur Bibliotheka. Ich wüsste, wo der Typ jetzt rumgeiert. Ah, egal. Wir rennen! Wir rennen! Ach ja, das könnte ich jetzt öffnen. Ja, machen wir auch. Ach stimmt, hier war ja der zweite Tresor mit der Taste. Ja, richtig. Wir werden zwar gerade verfolgt, aber das macht nichts. So, jetzt muss ich das hier nochmal rauskriegen. Okay. Alter, was ist denn da draußen los, Alter? Ich krieg diese Kombination nicht auf die Kette, ich weiß nicht warum. Zack. Okay, zack. 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 Nö, das war falsch. Was war nochmal da oben? Ach, der da. War doch der. Alter, ich hasse diese Tresorkacke. Zack, dann... Okay, dat, dat, dat. Okay, dann das. Hallo? Meine Güte, ne. Ba, 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 ba. So, das ist Taste Nummer 2. Komm mal rein hier, Alter. Was liegt da nochmal rum? Ach, Schießpulver. Egal. Weg damit. So, weil dann kann ich jetzt als erstes mal das in der Bibliotheka machen. Ja. Dann können wir nämlich wenigstens darüber. So, mal kurz checken, dass keiner hier reinkommt. Hallo?
lebst noch, oder? Jetzt nicht mehr. Alles klar. Fuck, das war einmal zu weit. Ich höre Schritte. Ja. Wo ist er? Wow! Alter! Ja, das sind die Momente, warum ich dieses Spiel liebe. So, zack, weg hier. Holy Mother. Steht hinter mir wie eine Fotze, Alter, die er ist, hey. Pädophiles Arschloch. So, das muss passen. Jupp. Und tschüss. Alter Schwede, hey. La, 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 la. Ah, so komme ich nämlich an den Uhrenturm heran. Ja, nice. Gut, allerdings muss ich jetzt doch nochmal zurücklaufen. Oh, Lika! Fuck you, Alter! Wow! Alter, geh mir nicht auf den Zeiger, Junge. Da, 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 da. Batman. 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 He's the black man. So, jetzt gehen wir noch mal nach da hinten. Zack. Setzen die Taste an, dann haben wir den Scheiß auch schon mal hinter uns. So, und jetzt möchte ich Code eingeben. 203. Ja. Für mehr Inventarplatz. Very good. Sauber. So, was war in 208 drin? Oh, Grenades. Grenades. Ja, bla bla. So. Nehme ich mit. Will ich. So, dann war hier noch 102 und 103. Sag ich, für meine Zwecke beides uninteressant im Moment, deswegen. Lass ich's. So, das kommt weg. Na gut, ich habe 119 MP Munition. Das heißt, ich könnte theoretisch auch mal ein bisschen auf die MP umschwenken. Ja, warum nicht? So, dann speichern wir das Ganze mal ein bisschen. Gucken jetzt mal Theo praktisch, wo ich dann als nächstes hin muss. Habe ich noch mehr Munition drin liegen, oder? Oh ja. Das heißt, wir tun das erstmal weg. Und nehmen noch die eine Brandgranate mit und die das große Zahnrad natürlich. Alles klar? Es geht weiter. Jetzt, wo bist du, Digga? Wow, hey, hi, hey, fuck you, hey. I'm waiting for you.
Ja gut, nur 24 Schuss ist eigentlich nicht viel für die MP, also von dem her... Ah, würde ich sie eigentlich ganz gerne aufpowern, aber... Mäh. Mäh. So, jetzt gucken wir mal, was die MP kann. Digga, ich hab die nicht vergessen. Ja gut, man sollte halt auch treffen, ne? Okay. Jo, why not? So, jetzt machen wir noch beste Verwertung. So sieht's aus. Gehen wir ganz schnell hier rein. So. Ja, bla bla. Ah, okay. Hier war, glaube ich, das große Zahnrad. Ja. Genau, dann öffnen wir da die Treppe. Ja, ja, wir wissen, wir kennen. Ja, alles klar. So, dann packen wir das mal wieder ein hier. Und machen die Glocke ein zweites Mal kaputt. Was keinen Sinn macht, weil... wir sie schon mit Leon zerstört haben. Leon. Leon. Ich habe noch 13 Schuss. Okay. Achso, ich habe ja, ja, okay. Ich habe ja... die Muni, glaub. In den Koffer rein. So, zack, einmal. Ich vergesse immer oben das große Zahnrad reinzustecken. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es einfach nicht. Zack. So, jawohl. Das kennen wir alle schon. That works. Yep. That worked. So, das war Teil Nummer 1. Jetzt bin ich aber kurz am Schludern. Weil ich habe doch... ja, genau. Das Päckchen im anderen Raum vergessen, ich Dummdödel. Ja, ich hab's vergessen. Ach ja, sehr gut. Zum Glück kommen wir hier einfach so durch. In dem Raum, den man mit den Herzschlüssel öffnen konnte, war ja auch noch ein Päckchen drin. Ich weiß gar nicht, warum ich sie mitgenommen habe. Vergessen. Zack. Das wäre nämlich ganz schön blöd geworden. So, untersuchen. Zack, aufmachen. Yay, wir freuen uns wieder an Keks. Oh, oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt, alle. Und haben meines Wissens nach beide Teile, die wir brauchen. La 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 la. Glaube ich auch erstmal soweit alles erledigt, was ich hier eigentlich erledigen wollte. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Weil es gibt noch irgendwo eine Karotür, aber die ist mir eigentlich relativ jucke gerade. Weil es eh nur irgendeinen Stuff gibt, den ich nicht brauche. Zumal ich das ja auch später machen kann. So, es geht weiter. Wir wollen nämlich Sherry Sherry Lady befreien. Sherry Sherry Lady. Bam. So, jetzt kommt wieder Rätsel as fuck. Ja, ich muss kurz überlegen. Ja. Das auf jeden Fall erstmal... ne, 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 ne. So, in der Richtung. Jetzt muss ich... kurz, ja, ich glaube, so war das denn. Hä? Nö, so war das nicht. Oh, Crapperia, Alter. Zack. Dann war das so irgendwie. Moment. Nee, 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 so war das nicht. So. So war's. Bäm.
Nice. Was haben wir hier Schönes? Ah ja, die Schlüsselkarte. Haben wir das? Ich wüsste nicht warum. Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Sure you're alright? For now. I swear, you bastard, if you hurt her. Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. There has to be a way out of here. Ist der Typ ein pädophiles Arschloch, Alter. So, wir werden jetzt mit Sherry hier entkommen. Allerdings erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao.